bin auf CrossFit gestoßen, weil eine ehemalige Klassenkameradin hat mich besucht und die war früher eigentlich mal nicht ganz so fit, aber als ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, was hat die anders gemacht? Die war auf einmal mega fit und die meinte, sie geht jetzt zum CrossFit. Ja. Und da frage ich mich, was ist CrossFit? CrossFit ist ein, wenn man so möchte, ein Personal Training in Kleingruppen. Das heißt, wir arbeiten nicht mit einzelnen Personen, sondern eben in Kleingruppen, so bis zwischen 6 und 14 Personen. Mhm. Und vom Training her ist es ein allgemeines, funktionales Ganzkörpertraining. Was mich eigentlich fasziniert, ist, dass es nie langweilig wird. Also wir haben so viele verschiedene Elemente, die wir kombinieren können, so viele Sachen, die auch, sag ich mal, nach oben raus immer noch Luft für Verbesserung lassen. Ja, viele technische Ansprüche, es ist also nicht nur stupides Pumpen, wo es einfach darum geht, große Muskeln zu bekommen oder sowas, sondern es geht tatsächlich darum, sich besser mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, die Bewegung zu verbessern. Ja. Ist das nicht ungesund oder kann man das als Anfänger überhaupt machen? Also ungesund per se ist es nicht. Es ist natürlich wichtig, dass wir die richtige Technik machen. Deswegen wird das Training hier auch immer angeleitet. Das heißt, es ist tatsächlich ein Gruppentraining, wo ein Trainer dabei ist, der sozusagen die Technik vermittelt, das Ganze zeigt. Und wenn man bei uns neu ist, muss man zuerst mal in den Einsteigerkurs. Wie oft muss man denn so CrossFit machen in der Woche, dass man richtig fit wird? So, wie die meisten hier. Ich habe ja schon so ein paar Tiere unter der Dusche gerade gesehen. Also richtig fit ist natürlich relativ. Wir sagen eigentlich so das absolute Minimum, wenn man vielleicht noch eine andere Sportart nebenbei macht oder laufen geht oder sowas, wäre so zweimal die Woche. Optimal für den Einstieg sind dreimal die Woche. Wir haben aber auch Leute, die kommen 5-6 Mal die Woche. Wie oft trainierst du? 5-mal die Woche in der Regel. Welcome to the House of Pain. Sehen Sie geradeaus oder leicht nach außen? Ja, leicht wäre jetzt so. Das wäre die Okay. Und Squat. Ja, auf jeden Fall. Bisschen mehr Spannung auf den Rücken, der auch wirklich schön fest. Ich hole kurz schon los. Ja, und Squat. Die zweite Übung, die wir machen, heißt Boxjumps. Damit ist eigentlich schon alles gesagt, wir springen auf eine Box. Ja, wichtig, auf die Box, nicht dagegen. Das ist das A und O. Gar nicht so tief. Achso, reicht. Das ist schon der erste Unfall passiert. Das geht nicht so tief in die Knie. Okay, ein bisschen reicht, ja, aber rein und raus. Genau, sehr schön. Greift das Ding und aufstehen. Arme sind locker, denk dran, ja. Ganz leicht in die Knie gehen, Po nach hinten rausschieben und jetzt Hüfte nach vorne und Beine strecken. Genau, nicht überstrecken, wir bleiben da und nicht mit Kette zwar festhalten, aber oben gar nicht gegenhalten. Ja. Das ist einfach nichts. Also, gut schon, aber was du nicht möchtest, wenn die ihren Zenit erreicht, schwingen die einfach wieder runter. Das ist wie so ein Pendel einer Uhr, was hoch und runter schwingt. Ganz genau, super. Du, Nico, ich sehe hier, dass keiner mit Handschuhen trainiert. Ist das so bei den Crossfittern? Ja, also die Hände sehen dann irgendwie so aus. So, was kommt als letzte Übung? Letzte Übung, die wir machen, eine der besten Übungen der Welt, weil wir sie überall machen können, weil wirklich fast jeder sie machen kann. Du wirst gleich sehen, die Übung heißt Burpees. Burpees, warum? Weil man da sich von übergeben muss und ganz das genau. Auch ja. Naja. Sehr gut. Okay, wie viel machst du davon so? So viele, wie ich muss. Und wie viel musst du so? Das kommt immer drauf an, aber so, ich sag mal, so in 7 Minuten schafft man vielleicht 100 Stück. Wow. Ist dann allerdings nicht ganz ohne. Meinst du, ich schaff so als untrainierter 100 Stück? 100 Stück schaffst du sicher? Ob in 7 Minuten, ist fraglich. 3, 2, 1 und auf. Was gut aussieht, aber was du nicht unbedingt machen musst, ist, dass du direkt so runterspringst und dann kannst du mit den Händen ein bisschen mehr in den Boden kommen. Ja, okay. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die anstrengendste von allen. Oder? Ja. Wie versprochen, 4 Übungen geschafft. Du bist ein bisschen außer Atem, ein kleines bisschen am Schwitzen. Ja. Schluck trinken, wir gehen zusammen das Workout durch und dann machst du das Ganze zusammen in Kombination. Ach so. Ja, für ungefähr 8 Minuten. Gut. Okay. Ich bin gespannt. Ich dachte schon kurz, das war's hier. Aber nein, leider nein. MRAP steht für as many rounds as possible, so viele Runden wie möglich. 8 steht für die Zeit. Ja, heißt, du wirst jetzt 8 Minuten lang durchgehend, hoffentlich durchgehend arbeiten. Das ist eine Runde. 5, 8, 11. Nach der 11. Kniebeuge fängst du wieder an mit dem ersten Burpee. Okay. Und das Ganze in der Endlosschleife für 8 Minuten. 3, 2, 1 und go.
Kleiner Tipp, ein bisschen langsamer anfangen und wenn wir zum Ende noch Luft haben, dann Gas geben als Vollgas und dann nach 2 Minuten gar nichts mehr. Okay? Alles klar. Sehr schön, jetzt 8 Kettlebell Swings, schön auf den Rücken, ja. Schön Spannung und aus den Beinen, Beine explosiv strecken. Sehr gut. Ja, wenn, solange du noch sprechen kannst, ist alles noch in Ordnung. Und zack. Ja. Okay, und wir fangen wieder an mit 5 Burpees. Ich zähle mal für dich. 1, 2 und 8 Kettlebell Swings. Komm, bleib dran. 3 Minuten noch. Fast geschafft jetzt. Sauber. 4. Runde. 5. Runde. Letzte Runde. 1 Minute. 8 Swings. 45 Sekunden. Oh Gott, das sah vielleicht gar nicht so anstrengend aus, ist aber mordsmördermäßig anstrengend. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, ich komme hier wahrscheinlich nicht ins Schwitzen, aber weit gefehlt, wie ihr seht. Und das nach 8 Minuten, ich frage mich dann, wie eine Stunde aussieht. Oh Gott. Hast dich super geschlagen, also wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, was hast du gemacht? 7 Runden, 8 Runden oder sowas? Sehr, sehr gut. Das ist wirklich spitze. Also ich gehe mal davon aus, dass du auch schon ein bisschen im Training stehst. Jetzt vielleicht nicht um den CrossFit, aber... Ja, ich gehe ab und zu mal zur U-Bahn. Ab und zu, genau. Einkaufstüten nach Hause tragen oder sowas. Ja, nee, super. Wirklich gut. Also spitze. Sehr, sehr gut geschlagen. Bewegst dich auch sehr gut. Gerade auch bei den Burpees kommst du gut vom Boden weg. Also sah sehr gut aus. Oh, guten Morgen. Oh, guten Morgen. Meine Beine fühlen sich an, als hätte da jemand Beton reingegossen.